Hallo meine Lieben, nach Monaten, ach scheiße, hallo meine Lieben, nach Monaten der Abstinenz endlich mal wieder ein Shopping-Haul und nachdem ich schon von einigen als Banggood-Bitch bezeichnet worden bin, habe ich gedacht, unterstütze ich doch mal die heimische Hamburger Wirtschaft und war mal bei der N-Factory shoppen und was muss ich sagen, ich habe euch tolle Sachen mitgebracht. Da haben wir einmal die niegelnagelneuen Dahls. Ja, genau. Der eine oder andere wird sagen, Dahl. Aber das sind die coolen neuen T5040V2. Die verbesserte Variante. Sollen mehr Leistung bringen. Natürlich unzerbrechbar. Aktuell in Weiß und Rot. Mal gucken, wo ich die dran schmeiß. Auf jeden Fall ziemlich spannend. Dann kann man immer wieder gebrauchen. Ein schöner FreeSky-Empfänger. Und das ist die neue Version mit der EU-LBT-Firmware. Das heißt, funktioniert nur, wenn ihr die aktuellste Firmware auf euren... Hier drauf habt. Und genau. Braucht man immer. Ich wollte jetzt endlich mal umsteigen auf S-Bus. Vorher immer nur die D4R geflogen. Von daher, ich bin gespannt, ob ich jetzt viel, viel besser fliege. Und das Geilste überhaupt, ich habe mal richtig Geld investiert und habe mir mal so ein hier von TBS. So ein Unify Pro und das ist die neue Variante mit High Voltage. Das heißt 6S, keine Ahnung, ich habe keine 6S, aber braucht man ja. Und dazu kann das wohl alles, was man so braucht. Kann 6S, kann Pit Mode, das heißt, also wenn man das Ding anschließt, jagt man nicht einmal über alle Frequenzbänder. Kann von 25 bis 800 Milliwatt, ist natürlich verboten, natürlich. Also 25 Milliwatt, man kann es für Rennen benutzen, offiziell freigegeben. Kann 5 Volt ausgeben für die Kamera. Und kann hier so tolle Sachen wie Clean Switch. Das heißt also, wenn ihr die Kanäle umschaltet oder das Ding einschaltet, stört ihr niemanden. Sondern es geht immer direkt auf den einen Kanal, den ihr eingestellt habt. Ansonsten hat jetzt hier so einen kleinen Schalter. Hat so einen kleinen Connector hier für die Antenne. Ach, packen wir mal den Scheiß aus. So, was soll's. So, und schön klein und handlich. Sieht recht vernünftig aus. RP-SMA. Der ein oder andere wird sich drüber aufregen. Ich habe nur RP-SMA-Antennen. Das heißt, ich freue mich drüber. Schön flexibel, klein, leicht. Angeblich ist jetzt auch der Antennenanschluss hier anders da gemacht. Sieht für mich aus wie gelötet. Naja, vorher soll es gepresst gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir noch nie sowas Teures geleistet. Genau, hier so ein Schalter. Und zum Ein- und Umschalten. Keine Ahnung, ich mache da wahrscheinlich nochmal ein Video. Angeblich muss man da irgendwie 30 Sekunden drauf drücken und dann ist das Ding entsperrt. Das heißt also, ihr könnt dann die vollen 40 Kanäle nutzen, alle Frequenzen, die auch nicht erlaubt sind in Deutschland und ihr könnt dann auch die Sendeleistung auf 800 Milliwatt hochdrehen. Braucht natürlich kein Mensch. Was ich scheiße finde, die haben so einen Stecker beigepackt, den kann man nicht kaufen. So, das heißt also, wenn ihr mal den Stecker kaputt lutscht oder was auch immer, der passt zwar schön rein, arretiert auch schön, aber Ersatzteile dafür gibt's nicht. Also, nicht so schön. Aber mal, was tut man nicht alles. So, und was gibt's noch? Achso, genau, ich habe das bei der N-Factory gekauft. Das heißt, die gibt's da auch jetzt aktuell zu kaufen. Und was gibt's da noch zu sagen? Ich gucke hier gerade mal auf der Seite. Also, du kannst das Ding auch noch hier irgendwie steuern, wenn du so ein TBS-Core hast. Keine Ahnung, was das ist. Also, kauft kein Mensch. Also ich weiß nicht, ist halt, macht halt Video, ne? Also so Frequenz. Vor allem kriegst du dann keinen Ärger mit Dippy, weil der regt sich immer auf, wenn du
hier so E-Schienen-Sender hast und so. Ne? Ach, guck mal hier, geht schon ab. Naja. Ich bin gespannt, werde ich mal verbauen. So, danke. Das war mein Haul bei der Endfactory. Ne? Kaufen. Tschö.